Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck 2 mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir sind heute mal wieder in Euro Truck, weil es gewünscht worden ist von euch. Naja, nicht so inspizite von denjenigen, naja, von euch, aber ein paar haben sich Euro Truck gewünscht. Zwar streamen wir heute nicht, aber mal wieder eine neue Folge von Euro Truck. So, wie ihr seht, wir sind hier mit einem neuen Scania Modell unterwegs. Mit den R730. Der neu erschienene, so gesagt. Aber der jetzt kein Mod ist, der sondern im Spiel jetzt richtig drin ist. Ich habe den hier schon mal ein bisschen aufgetunt, kann man sagen. Ein paar Sachen von mir ran gemacht, so zu sagen, ne? Ich finde ihn einfach geil, wisst ihr? Und ich kann euch sagen, wir haben schon eine Fracht. Die müssen wir nur noch abholen. Ihr hört, ich bin ein bisschen verschnupft, aber gut. Ne, schwingen wir uns mal rein. Das machen wir mal einmal aus. Ihr seht dieses. Oh, geil. Irgendwie, ja, hat das was, ne? Warum geht denn das immer auf, da? Oh, das ist irgendwie schon schick, ja. Alleine die Details, die hier drinne sind. I-Menü. Oh, das ist doch sexy, oder? Junge, Junge, Junge. Oh, gut. Wir fahren in der Automatik-Variante. Und geben wir einfach mal Gas, würde ich sagen, ne? Ihr seht schon, ich habe Sitzposition ein bisschen angepasst. Aber das sollte euch ja nicht stören. Ich fühle mich gerade so wie ein Omsi, aber halt nur LKW. Die Grafik ist ein bisschen geiler. Und der KI-Verkehr ist ein bisschen schlauer. Den kann man auch gut heizen, den Teil. Ja, Scania. Was ist los bei dir? Dankeschön. Nur weil ich ein Scania fahre, bin, lassen sie mich jetzt alle vor, ne? Oh. Eingabe. So, was fahren wir denn heute? Wir fahren heute nach Mannheim. Oder sind wir in Mannheim? Nee. Wir fahren nach Mannheim. Schokolade. 24 Tonnen. Mann, Mann, Mann. Es ist bald Weihnachten. Fällt mir gerade ein. Schokolade, Schokolade. Überall ist doch schon Weihnachten, so gesagt. Bisschen schief, aber das passt. Der sieht irgendwie böse aus, ey. Junge, Junge, Junge. Müssen wir gleich mal einen Shot machen, wollte ich. Screenshot, ja. Bild. Shot, 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 shot. So. Ah, nee. Sichtfeld. Das ist ein bisschen Hochschaum hier. Oh Gott. So. Gut. Fahren wir auch gleich los. Ihr habt... Oh, sogar das leuchtet mit. Junge, Junge, Junge. Ihr habt gesehen, bei den OMSI 2 Dashboard hat sich einiges getan im letzten Video. Ja, es geht jetzt die fast die rechte Seite, außer... Also die rechte Seite vom Dashboard. Bis auf einen Taster. Die linke Seite geht bis auf den Drehhebel hoch, das war der Bordstein hinten, bis auf den Lichtschalter, also für die ganze Beleuchtung, und ein Schalter, also für die, für den Retarder, für das ASR und den direkten Retarder und den Warnblinker geht es noch nicht, und für die
Fahrer. Also für die Fahrerlampe geht sie noch nicht. Ich hab aber schon mal rumprobiert. Für die Fahrgäste geht das Licht schon am Dashboard. Und dann, wenn ich das fertig habe, muss ich mal gucken, wie das Geld reicht, ne? Für das Arduino. Tacho programmieren, Licht programmieren. Dann sind wir schon ein ganz schönes Stück weiter, würde ich sagen, ne? Und ich merke so, ihr mögt das Projekt, ne? Und ja, es werden dann auch Videos davon. Also Dashcam kann man so sagen, ne? Dashcam-mäßig und ja, vielleicht gibt es auch noch eine zweite Kamera dann. Muss ich aber mal gucken. So, ich muss darüber. Danke. So, was gibt's noch Neues? Am Freitag gibt es wieder einen Livestream. Wir fahren da wieder Omsi. Mal gucken. Naja, vielleicht Omsi, vielleicht auch LS. Das kommt immer so drauf an, wenn Dominik Zeit hat, dann auch LS. LS. Vielleicht zockt dann sogar ein Busfahrer mit. Gucken wir mal. So wie der Zeit hat. Ne? Wo muss ich erstmal einen Schluck trinken? Achso, wenn ihr wollt, können wir in der nächsten Folge Euro Truck den R-Line fahren. Ja, das R-Modell. Oder fahren wir gerade das R-Modell? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe immer so ein Kurzzeitgedächtnis. Nee, das S-Modell fahren wir dann in der nächsten Folge, wenn ihr das wollt. Ne? Ist ja immer so eine Sache. Wenn ihr es nicht wollt, dann, ja, dann ist das so, ne? Hoch. So, dann habe ich hier mal den Tempomat reingemacht. Das sollte so passen. Aber es sieht schon, sieht schon nice aus hier, was alles geht. Dass sie das so gesagt so schnell hingekriegt haben. Naja, so schnell auch wieder nicht, aber es ist schon geil. Geil, geil, schön. Wie man es auch nennt, ne? Volles Licht hier im Tunnel. Ah, sieht geil aus. Schön, sorry. Ja. Und so ist das. Schön ruhig so, ne? Man fährt nicht um sie, man hat nicht die nervigen Fahrgäste hinten drinne. Ach, so ist das doch schön, oder? Und kein Stau, nix. Und klügeren KI-Verkehr. Aber ich bin lange nicht mehr Euro Truck gefahren. Das muss ich zugeben. Ihr habt mal darum gekämpft, dass ich es mal wieder im Livestream fahre. Bin ich dann ja noch nicht. Aber da kommen mal wieder ein paar Folgen hier von Euro Truck heraus. Also, ne, wisst wie ich das meine. Da fährt einer mit meinen Anhänger. Sollen wir den überholen? Ich gebe mal ein bisschen Gas. Der Retarder geht eh gleich rein. Alter, das Scania zieht, ey. Der zieht und zieht hier, ihr seht mich. Ihr seht mich, ihr seht mich. Der Sevetor Let's Player. Oh, Digga, ich kann jetzt nur bremsen ein bisschen ab. Bisschen realistisch heute, ne? Ja, er fährt aber 80, ne? Der will mich nicht rüberlassen. Ich muss aber gleich rüber zu 100% wetten.
Aber der holt immer auf. Ich weiß gar nicht, was los mit denen ist. Ich will darüber. Komm, bitte, lass mich. Ich muss darüber. Ach Mann, du bist doch ein Otto. Ja, toll, Ausfahrt und ich komme nicht rüber. Ach doch. Du Otto, ey. Jetzt fängt es an zu regnen, pass auf. Ah, er lässt mich. Mann. Sturer Bock hier. Blinker raus. Ja, jetzt fängt es an zu schütten. So. Ja, genau. Was ist das für ein sturer Bock? Erst will er nicht vorbei, dann will er vorbei. Alter Schwede. Habt ihr das gerade gesehen? Erst lässt er mich nicht vorbei und dann zieht er mir vor der Nase. Nur weil ich ein bisschen langsamer als er war. Aber ihn dann fast doch überholt habe. Das ist immer, das ist so schön, ey. Auch in Real Life. Das wäre so schön. Naja. Also ne Leute, das macht keinen Spaß. Auch so in Real Life halt, ne? Die ziehen einfach rüber und man weiß gar nicht mehr, was los ist. Aber jeder, der Eurotruck hat, der weiß, der KI-Verkehr ist eigentlich geil. Ne? Manche sind stur, manche auch nicht. Bisschen Retardern hier. Das ist so eine Ausfahrt. Geil. So, kommt da einer? Nee. Gott, den habe ich ja jetzt gerade gar nicht gesehen, aber es war doch knapp. Mensch, dieses Spiel hat sich so entwickelt, ne? Ah. Mal gucken, wie es mit den Renault aussieht, ne? Ich habe da was gehört wegen Renault und so. Ob sie den rausbringen oder nicht, ja? Er überholt und bremst mich aus. Du, ja, ihr seid alles so perfekte. Ja, da kommt die Polizei. Aber dann im falschen Moment. Mann. Leute. Sture Böcke. Jetzt muss er bremsen, weil hier 50 ist. Oh, 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 oh. Und ich komme nicht hoch. Wow. Naja, Scania zieht doch. Die Berge da. Oh, wow. Mein neues Lieblingswort. Gib Gas mit einem VW. Schön in die Berge hoch, ne? Der bremst wieder so stark. Oh, oh, der Retarder schmeißt mich immer außer Kurve, Junge. Sorry. Gib doch Gas. Oh Gott, ey.
So, jetzt letzte Kurve kannst du Gas geben, oder? Ja, komm, komm, komm. Ich komm von hinten. Ja, jetzt Gas. Hey, soll ich den jetzt auch noch überholen? Das ist bestimmt so ein Opfer drin, ne? Oh, oh, oh. Kommen dem wieder so ein bisschen näher. Ach komm. Du bist auch ein Schlaffi. Das ist so, da hinten kommt eine Kreuzung. Ach. Kommt diese scheiß Musik, ne? Oder habe ich die ausgestellt? Ach, ich habe Vorfahrt. Und dann sind wir auch gleich in Mannheim. Dieses Stück kenne ich aus dem Multiplayer. Ich hier oft gefahren bin früher. Leider bin ich gebannt. Für immer. Ich eine Scheiße gemacht habe, ey. Schade eigentlich. Jetzt gerade der neue Scania draußen und ich bin gebannt. So. Oh, hier wird's heller. Der Retarder ist aber gut bei den neuen. Der greift bis 10 ein. Was ist los? Hey, warum sind die denn heute alle so nett? Könnt ihr mir das sagen? Zu nett waren die doch noch nie. Oh Mann. Da muss man nur lachen. Ah, das schaffe ich nicht. Oh, haarscharf. Haarscharf. Schick. Schick, dieses Lenkrad und so. Gefällt mir. So, dann sind wir jetzt auch am Lieferort angekommen. Packen wir mal so ein. Das ist ja langweilig, immer dieses Eingabe. Man muss doch auch mal was tun. Wo bin ich denn jetzt eben gegengelegt? So. Dann sind wir auch am Ende dieses kurzen oder kleinen Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Seit langem Eurotruck. Ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Haut rein, bleibt ihr geil. Bis zum nächsten Mal. Tschö.